Wir sind heute in Gera. Wir sind seit über einer Woche auf Tour durch Thüringen. Wir besuchen sehr viele Betriebe und soziale Einrichtungen. Wir waren heute in Gera eigentlich zu einem routinierten Arbeitsbesuch in einem Automobilzuliefererbetrieb, der durch eine ganz seltsame Entwicklung der Hausbank in die Insolvenz getrieben worden ist. Und obwohl wir einfach nur zu einem normalen Termin da sein wollten, entstand daraus eine Betriebsversammlung. Wenn wir die nächsten Tage nicht gemeinsam zusammen was tun, dann kann es passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns alle in diese Transfergesellschaft einreihen und dann sagt irgendjemand, ich brauche dich, dich oder dich und die anderen brauche ich nicht. Es gibt eine hervorragende Produktionsbasis, die ihr geschaffen habt. Lasst sie euch nicht leichtfertig kaputt machen, sondern steht zusammen, dass der Betrieb in Gera weiter produzieren kann. Alles Gute. Dort habe ich zugesagt, dass wir in den nächsten Tagen wieder Ergebnisse mitbringen werden, weil wir kämpfen mit der Belegschaft um den Erhalt des Betriebes. Die zweite Station ist der Schlupfwinkel in Gera. Ich habe mir die Arbeit erläutern lassen und einiges zum Nachdenken, wie wir eben Sozialpolitik verändern müssen, wie wir über integrierte Bildungspolitik und Vernetzung mit Sozialpolitik einen besseren Weg für Kinder organisieren können. In diesem Sinne eine gute Zwischenstation, wieder auf dem Weg, den Wählerinnen und Wählern zu zeigen, es gibt Alternativen in der Politik, man muss sie anpacken und gestalten.